So ist Montag, der, oh Gott, was haben wir denn heute? 8.7. Ich bin in Chemnitz, habe abgesattelt und fahre jetzt quasi aus der Stadt, habe mich ein bisschen versorgt, war ein bisschen in Chemnitz unterwegs und fahre jetzt wieder hoch, gehe dann in die Pause. Also ich fahre jetzt in die Nähe von den Möbelfritzen, wo der Trailer beladen wird. Und den kann ich dann heute Nacht ab um 12 übernehmen. Also ich werde ihn wahrscheinlich so zwischen 3 und 4 nachts übernehmen, wenn meine 9er um ist, weil 18:35 bin ich da. Da muss ich eine 9er einlegen. Also wisst ihr Bescheid. Ja, und ich genieße das. Ich genieße das, ja. Danke auch für die vielen lieben Kommentare. Ich weiß das sehr zu schätzen. Das macht dann Spaß, auch so ein Video dann zu produzieren. Und ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, das öfters zu machen. Ich will euch nur nichts versprechen. Ja, weil ich finde das immer schlimm, wenn irgendjemand oder wenn so Versprechen gemacht werden, die am Ende des Tages nicht gehalten werden, die leider viel zu häufig. Und deswegen Video kommt, wenn Video kommt. Ich habe da ja auch Spaß dran. Aber Schneiden, das liebe Schneiden, das ist eher so das Thema, sich dann nochmal hinzuhocken und dann nochmal den Wust dann zu sichten und also ich gucke mir alles auch meistens nochmal an und schneide auch einiges raus, wenn da so Schimpfpassagen drin sind über die KI hier im Real Game, ne? Und das muss dann auch nicht sein. Oder andere Dinge, wo man vielleicht zu viel sieht oder was ich einfach nicht drin haben möchte. Ne? Ja, also das echte Video machen ist einfach nochmal eine komplett andere Geschichte als im Game. Das muss man einfach sagen. Ne? Ja. So, jetzt geht's auf die A71. Wie gesagt, leer. Nicht leer, solo. Und ja, die Maschine war jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte in einer früheren Videopassage, aber die Maschine war jetzt beim Service gewesen und wir hatten ja den Verdacht, dass ein Sensor kaputt ist. Dann MAN sagte, na, wahrscheinlich ist es ein Ventil, weil die Maschine hat immer wieder Fehler geworfen, wenn ich einen langen Berg hoch gefahren bin. Und da hat es überhaupt keine Rolle gespielt, ob ich 25 Tonnen drauf habe oder 50 wollte ich fast schon sagen, oder 10 Tonnen. Wenn das zu lang war und er auch schon eine Weile halt ziehen musste, das heißt Motor warm und so weiter, dann ist er zusammengebrochen, dann kam ein Fehler im Motorsteuergerät und dann musste ich quasi anhalten, Batterie aus. Ich habe hier so einen Batteriekillschalter, der hat ja die ADR-Ausstattung. Und dann war der Fehler erstmal in den Speicher abgelegt und ich konnte weiterfahren. Ja, und deswegen hatte ich ihn dann zur SP-Prüfung gebracht und gleichzeitig halt nochmal einen Service durchführen lassen, das heißt Fehler auslesen. Und haben gesagt, okay, ist doch nicht doch kein Ventil, sondern es ist ein Sensor am Turbolader und der wurde gewechselt. Und der LKW ist damit wie ausgewechselt. Also ich habe dieses Kaltstartverhalten nicht mehr. Ihr wisst in früheren Videos, der ist immer die Drehzahlen nach dem Anlassen, nach den ersten Umdrehungen direkt zusammengebrochen und dann hat er sich wieder gefangen und je kälter er war, desto stärker ist er dann sogar abgestorben komplett, dass ich ihn wieder anmachen musste. Beziehungsweise halt hat er dann immer so ein paar Orgelumdrehungen gebraucht. Und dann liefer. Und das ist komplett weg. Also kalt machst du ihn an und der ist sofort da. Der ist sofort da, also so wie es sein soll. Und der zieht jetzt erstmal richtig. Ja? Also der ist richtig am Ziehen. Ich bin zufrieden mit dem 500 PS im Moment, muss ich ehrlich sagen. Also der zieht dann die Kasseler Berge. Ich war mit 24 Tonnen geladen. Bin ich so hochgezogen, 55, 65, teilweise 70 hat er sich dann noch hochgemüht. Also
bin ich happy. Also zu dem, was da vorher war, da hatte ich manchmal den Kopf schon auf dem Lenkrad abgelegt, weil ich bin dann mit 25 bis 35 da hoch, ohne dass ein Fehler da war. Ja, wahrscheinlich hat das schon einfach fehlerhafte Werte ausgeworfen, auch beim Normallauf. Und das ist alles weg. Das ist alles weg, der läuft richtig gut. Ich bin total zufrieden und ich kann Markus auch verstehen, wenn er sagt, mit dem 500er hast du eigentlich ein schönes Kraftpaket. Und das ist er jetzt auch. Also der knurrt richtig die Berge hoch. Also der brüllt da hoch. Das ist klar, ist kein V8 Scania und ist auch kein 780er Volvo und so weiter. Das ist vollkommen klar. Aber ich für mich bin happy, weil der drückt da jetzt hoch. Also er fühlt sich auch nach 500 PS jetzt an. Ja, und da liege ich jetzt ein klein wenig im Clinch mit MAN. Weil die sagen, naja gut, den ältesten Fehler, den wir auslesen konnten, war am 27.04. Also hat das nichts mit der Auslieferung des LKWs zu tun. Dem setze ich entgegen zweierlei Sachen. Das eine ist, am 24.03. wurde mir kurz danach der LKW oder kurz davor gegeben. Und ich hatte die Plane geholt. Und davor war er im Service bei denen gewesen und da kann natürlich auch beim Auslesen von Fehlern und so weiter auch was gelöscht worden sein. Vielleicht gar nicht mutwillig. Und das andere ist, dieses Absterben, das Anlassabsterben, das war ja von Anfang an, wo ich ihn bekommen hatte. Und da haben sie mir ja gesagt, ja, das hat wohl was mit Drehzahlsensor zu tun und so weiter und so fort und das ist nicht reparabel. Komischerweise ist seit dem Wechseln des Sensors ist es weg. Und da stellt sich MAN natürlich im Moment noch ein bisschen quer. Da muss ich mal gucken, welche Schritte ich da gehen kann, weil das kostet ja auch schon ein bisschen was, halt den Sensor zu wechseln. Es ist jetzt nicht die Welt, aber ich finde, wenn er mir fehlerhaft übergeben wird, dann möchte ich da einfach nur fair behandelt werden. Ja. Und das ist schon alles. Ich will nicht zusätzlich, ich will auch nicht irgendwie in Krösus behandelt werden. Ich will einfach nur fair behandelt werden. Und ja, da liegt noch ein bisschen Schreibarbeit vor mir. Ansonsten ist er jetzt mittlerweile auch komplett ADR ausgestattet, auch der Trailer. Ich habe nur zwei große ADR-Koffer dabei zur Sicherheit. Nee, also einen großen mit allem drin, einen kleineren für die leichteren Dinge. Wichtig ist ja immer Augenspülflüssigkeit, ne? Gummihandschuhe, Brille und eine Atemmaske. Und Schaufel, Abdeckung und so weiter. Das sind ja die wichtigen Sachen. Und dann gibt es ja noch ein Ganzkörperkondom und Gummistiefel und. Also, das sind dann für die großen ADRs. Da habe ich jetzt einen kleinen und einen großen Koffer. Und dann habe ich vorne am Trailer auch meine zwei Feuerlöscher. Ich habe Schaufeln dabei und also da können wir einiges machen. Ja, also da bin ich auch voll ausgerüstet. Dann Firma ist auch angemeldet beim Bundesamt, Umweltbundesamt für Abfalltransport. Das heißt, ich habe das ADR-Schildchen vorne dran. Ich habe jetzt das Abfallschildchen vorne dran. Und jetzt kommen wir jetzt auf die linke fahren. Wir schnottern ja mit zwei Töpfen hoch. Wir haben ja nichts hinten dran. Also ich kann jetzt mit der Plane eigentlich alles fahren, was ich mit einer Plane fahren könnte. Ich habe den Mechanismus, das Edscher-Verdeck, das hatte die ganze Zeit Probleme gemacht und geklemmt. Das habe ich jetzt am Wochenende auch repariert. Das heißt, Kranbeladung geht jetzt auch. Also ja, jetzt können wir alles machen. Weil ich habe mich da jetzt auch reingefunden und das ist eine coole Sache. Also es freut mich schon wieder. Ne? Das freut mich schon wieder. Ansonsten, Solo fahren, hast zwar Kraft ohne Ende, aber ach, du bockelst hier rum auf der Autobahn. Ich weiß nicht, ob wir es sehen können, aber es ist ein Geschappel hier. Meine Güte. Also ohne Trailer fährt es sich einfach nicht schön. Das ist einfach so. So, und ansonsten werde ich jetzt mal die Zeit nutzen, wenn ich stehe, ein bisschen was noch anbauen. Achso, das Deutschland-Thema habe ich immer noch dran. Weil wir sind zwar raus, aber ich finde, die Jungs haben auch super gekämpft. Also da habe ich mich überhaupt nicht beschwert. Ich habe bis zum Ende mitgefiebert in dem Spiel. Das ist, glaube ich, das haben wir alle. Und es war ein Top-Spiel.
Bis auf die Tatsache, dass der Schiri wohl kurz vergessen hat, dass er am Fußballspiel und nicht im Handballspiel ist. Aber das ist halt immer, ne, das ist dieser monksche Schmerz, der da auftritt, wo man sich halt ungerecht behandelt fühlt. Es ist jetzt so, wie es ist. Und ich glaube, dass wir in 2 Jahren, wenn die WM ist, dass wir dann mit einer guten Mannschaft dastehen. Und die Mannschaft hat auch mit dem Spiel, gerade mit dem letzten, aber ich finde auch mit dem ganzen Turnier, hat sie, also ich kriege Gänsehaut, ja, hat die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, bei mir ganz, ganz viel Empathie und Sympathie geweckt. Also ich stehe da voll dahinter. Das ist, ich freue mich auf die WM mit der Mannschaft. Und ja, und vielleicht können wir sie dann auch mal wieder Nationalmannschaft nennen, ne? Ich glaube, sollte ja sogar, also Nationalmannschaft wurde abgeschafft, dann die Mannschaft sollte ja auch irgendwie fast abgeschafft werden, also keine Ahnung. Am besten wir schwenken noch eine grüne Flagge statt Schwarz-Rot-Gold, damit die After-Hour National Pride Parties nicht zu National werden, ne? Am besten schwenkt man eine schöne Regenbogenfahne. Also nichts gegen Regenbogen, Leute, aber ich mag es nicht, wenn es mir so aufobtruiert wird. So, jetzt geht es ja gleich runter. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. So, ich stehe jetzt hier bei Chemnitz. Ländliche Gegend. Und alleine mit der Sattelzugmaschine. Da drüben ist noch ein Kollege, der schläft schon. Spät haben wir es jetzt. 21 Uhr, ich werde bald ins Bettchen gehen, um 4 ist die Nacht wieder vorbei. Und es ist richtig schöne Parkplatzromantik hier. Drüben war ich noch da hinten einkaufen vorhin. Da war dann noch so ein Supermarkt, konnte ich mir ein bisschen Wasser holen. Eine saure Pflaume konnte ich mir noch holen. Und ein Sushi. Das hatte ich mir dann zum Abendbrot schmecken lassen. Ansonsten ist es total ruhig und verlassen. Und ich nutze die Zeit dann auch immer mal ein bisschen, um die Zugmaschine drumherum zu gehen, zu gucken, muss ich noch irgendwie mittelfristig was machen, gibt es irgendwo Bedarf, einfach mal das Gerät angucken. Und ja, Bedarf gibt es auf jeden Fall am Putzen, am Waschen. Der sieht, sieht schlimm aus. Und, aber ich denke, wenn ich morgen ausgeliefert habe, muss ich mal gucken, wo ich da bin, in der Nähe von Paderborn. Fahre ich morgen früh hoch. 3 Auslieferstellen für Möbel und Türzagen und so weiter. Und danach werde ich ihn, glaube ich, mal einen Zug durch die Wäsche schicken. Das hat er sich dann auch verdient, dass er wieder ein bisschen schick ist. Ja. Und das ist dann so abends diese, oftmals diese Parkplatzromantik. Meistens mit Trailer, sodass ich dann also hier noch einen kleinen Gartenstuhl und so weiter dabei habe. Das habe ich jetzt alles nicht. Weil ich ihn, wie gesagt, zum Beladen abgesattelt habe, denn die brauchen 6 Stunden zum Beladen, weil die im Grunde genommen die Beladung erst am und im Trailer komplett fertig machen, das heißt Zusammenspannen der Ladung und so weiter. Ich muss dann nachher nur noch die Gurte spannen, die legen sie mir wohl dann drüber, da mache ich dann die Plane auf seitlich und zurre das runter. Ich habe mir die Ratschen alle schon entsprechend nach links gehängt, die Gurte hängen rechts im Trailer. Ja, und das ist dann jetzt so der Abend. Es ist jetzt richtig schöne Luft. Ich werde bestimmt auch nicht mehr allzu alt. Und morgen geht es weiter mit dem Video. Mal gucken, ich werde es nicht so lang werden lassen, weil mein Problem ist dann immer, wenn ich das über die ganze Woche mache, dann habe ich immer vergessen, was ich vorher schon am vorigen Tag erzählt hatte. Und so will ich jetzt morgen wahrscheinlich noch ein bisschen filmen und dann gucken wir mal. Und dann ist, glaube ich, auch schon wieder genügend Material beieinander, dass ich da ein Video zusammenschneiden kann und das ein bisschen regelmäßiger kommt und ihr so ein bisschen mitgenommen werdet. Ah, ich liebe diesen Anblick hier von hinten. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das ist einfach Technik pur, Funktionsnutzen pur. Das sieht nicht schön aus, aber es hat so eine Funktion und damit ist es wieder technisch schön. Also ich mag das. Das ist so die Zwillingsreifen, die schwere Achse hinten, die Sattelplatte und das ist alles so funktionell, dann das Führerhaus, wie es da hochgeht. Also ja, genial. Cool wäre es, wenn der Motor noch ein bisschen rausgucken würde. Der 15,2 Liter D38, der kommt noch ein bisschen zurück. Das ist einfach ein bisschen größer. Ja, aber ich
Ich habe es ja vorhin erst gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden jetzt mit dem 500er hier. Und ich glaube, wir können auch noch ein bisschen alt werden zusammen. Muss sich auch ein Stück weit lohnen, also jetzt gleich wieder einen neuen zu kaufen. Das macht auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Es ginge zwar, aber hey, im Endeffekt schwimmst du sowieso mit den anderen hauptsächlich mit. Ja. Naja, schön, ne? Ich liebe es. So, dann gute Nacht. Morgen danach. Ich habe schon einen Trailer hinten dran wieder. Habe frisch gegurtet. Es hat alles all together nochmal vom Losfahren an der Stelle, wo ich übernachtet hatte, bis dass ich dann unterwegs sein konnte mit dem Trailer Abfahrt. Stunde 10 Minuten. Das dauert dann doch immer länger. Aber ich bin immer noch sehr, sehr gut in der Zeit. Für die Abladestellen. Hab ca. 11 Tonnen hinten drauf und fahre jetzt hier aus diesem kleinen Örtchen raus. Wo sind wir denn? Lauenhain. Jetzt geht's nach Erlau. Ah, schaut mal, wie die Sonne rauskommt. Die Momente, ja, das ist besonders schön. Wir haben es 19 Grad, richtig erfrischend. Und auf der Autobahn oder am Zubringer zur Autobahn gucke ich erstmal, dass ich einen Kaffee dann kriege. Den habe ich mir verdient. Dann habe ich noch im Kühlschrank einen richtig schönen Naturjoghurt mit Heidelbeeren und ein bisschen Müsli oben drauf. Genau der richtige Start in den Tag. Und dann bin ich eigentlich, sagen wir mal, 9:10 Uhr, 9:30 Uhr, 9:40 Uhr sollte ich dann an der ersten Abladestelle sein. Das ist zwischen Magdeburg und Hannover, da die Ecke Braunschweig. Und das heißt, ich bin richtig schön in den Morgenstunden unterwegs. So macht das Spaß. Soll ich nur mal herkommen, würde ich mir mal versuchen, die Talsperre anzuschauen. Talsperre Kriebstein.
steil hoch jetzt. Schaltet sogar noch mal hoch. Schön. Ja, sind ja auch nur 11 Tonnen. Aber immerhin. Macht er richtig gut jetzt. Auf der A36, früher B6N, die geht so ungefähr von, naja, sie soll mal starten in Dessau rüber bis zur A7, endet aber, naja, für mich meistens bei Goslar, ja doch, da ändert sie, ist also noch ein bisschen was dran zu tun, ist noch gar nicht so alt, ich würde sagen 10, maximal 15 Jahre, dass sie angefangen hatten zu bauen. Fährt sich sehr, sehr angenehm. Also ich fahre die Autobahn früher Schnellstraße sehr gerne, dümpel hier so schön mit 87 rum und komme vor allen Dingen auch von Verbräuchen wieder runter, schön auf 27,8. Jetzt denke, da geht noch ein bisschen was runter, so schnell wie das sinkt, dass man so auf 27,5 irgendwo hinkommen im Durchschnitt. Und hatte jetzt in Plötzetal auf der A14, das ist so zwischen Halle und Bernburg, weitestgehend noch weit weiter oben, Magdeburg, eigentlich ein sehr schöner Rastplatz, schön grün, war richtig ruhig, die Vöglein zwitscherten, waren noch ein paar LKWs da, Polizei hatte Rast gemacht und da hast du da die Bänke und dann habe ich es mir da bequem gemacht, noch einen Kaffee geholt und Computer ausgepackt, ein bisschen Büroarbeit gemacht, bei Timo.com noch geschaut, ob es schon was gibt, aber war noch nichts wirklich Gutes für mich dabei und deswegen gucke ich dann später nochmal, wenn ich oben bin, Richtung Erlinghausen, Paderborn, da die Ecke, mache so einen kleinen Schlenker, erst Braunschweig, Bielefeld und dann runter Richtung Erlinghausen, das ist so bei Paderborn die Ecke. Und von da aus gucke ich dann weiter, will eigentlich noch weiter Richtung Westen, nach Bocholt und ja. Und da suche ich mir was, entweder wo Bocholt auf der Strecke liegt oder wo ich dann morgen von Bocholt aus weiterfahren kann und einen Auftrag halt von Paderborn Richtung Bocholt dann so ungefähr. Ne? Ganz triffst du es nie, das ist eher selten, aber es klappt schon. Ne? Und deswegen bin ich da, also ein, zwei feste Partner konnte ich jetzt schon gewinnen, und aber insgesamt bin ich eigentlich halt auf der Suche noch auch nach jemandem im Vollcharter, wo ich fahren kann. Allerdings halt mit unterschiedlichen Zielen, deutschlandweit und hin und wieder auch mal europaweit. Aber auch das wird sicherlich noch werden.
ansonsten ist immer wieder eine schöne Strecke hier. Die B6N sage ich immer noch, die A36. Ich fahre die gerne. Eigentlich hat das Navi mich oben über die Magdeburg und A2 geschickt. Nur Magdeburg hast du dabei, nicht Magdeburg, auf der A2 ungefähr Helmstedt die Ecke. So eine riesen Baustelle und gerade um die Zeit staut sich da der Verkehr durch die vielen, vielen LKWs. Und da ist dann cleverer, das zu umfahren und lieber die, das sind vielleicht, lass es 10 Kilometer Umweg sein, ne? Aber das Navi ist ja ein bisschen, die sind ja dumm, die Navis. Die schicken dich dann trotzdem über die A2 und wenn der Verkehr langsam rollt, wird das ja auch nicht als Stau gemeldet, ein bisschen verzögerter Verkehr. Aber ansonsten leitet es dich da einfach lang und so hast du hier dann über die A36 eine viel bessere Möglichkeit, viel flüssiger zu fahren, mit weniger Verkehr, die Landschaft noch mehr zu genießen, weil die Autobahn hier nicht links, rechts so eingebaut ist. Das heißt, du hast einen schönen, weiten Blick und kannst das Ganze halt hier, ja, kannst du genießen. Ne? Das ist, ich finde das halt gerade dieses Rollen und Cruisen im LKW, das hat sowas. Gleiten lassen, so etwas, wie sagt man dazu? Ich komme gerade nicht drauf. So eine entspannende Wirkung, wo die Gedanken auch mal fließen dürfen. Das ist schon ganz nett. Und dieses Büro draußen, ich hatte bei Insta einen Post gesetzt, also das war einfach wunderschön. Ich genieße solche Momente. Und ihr seht auch, man kann die auch haben. Also ich richte mir das dann so ein und man kann das auch so haben. Was hier manchmal so bip, 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 bip macht, das ist da unten das SGV-Mautgerät. Das ist für Deutschland nicht geschalten, weil dafür habe ich das originale Toll Collect. Und SGV, das meldet sich dann immer mal. Da muss ich mit denen nochmal telefonieren, warum, wieso, weshalb. Ist auf jeden Fall richtig freigeschalten. Ich kann mich auch mit verbinden, das ist alles okay. Aber wahrscheinlich, weil es in Deutschland nicht geschalten ist, meldet sich das immer mal hier. Ansonsten ist das über die Zündung verbunden, also auch gleich richtig gemacht. Und ach, guck mal, alles Citrus. Oh, ist das schön. Da und da noch einer. Ich finde, der beste LKW, den Mercedes hier gebaut hat. Also so ein Ding hätte ich gerne als Zweiachser für ein Expeditionsmobil. Da hast du vorne schön die Haube, kannst drüber gucken, hast den Motor vor dir. Das heißt, der wärmt dich von unten nicht. Du sitzt dann auch nicht ganz so hoch. Ich finde das, also ich finde die Citrus finde ich genial. Das ist quasi sowas wie ein Ural 3.0 für mich. Ja? Weil wer schon mal im Ural drin gehockt hat, der weiß, okay, von außen cool, von innen für Langstrecke, naja, nicht so. Da musste er schön mit 60 cruisen, das ist dann Uralgeschwindigkeit. Da kannst du mit Citrus doch nochmal auf der Autobahn ein bisschen laufen lassen. Also das ist einfach so, du fährst ja auch Distanzen. Und du hast kein Benzin, oder weil Ural hat ja die früheren Modelle alles Benzinmotoren V8, die neueren dann die Diesel. Ja, und das riechst du einfach da drin. Ne? Die Dinger riechen alle schwer nach Öl und Kraftstoff. Gehört so ein bisschen dazu, aber ich würde einen Citrus auf jeden Fall vorziehen, aber die Dinger haben Preis, also man kann sie wohl auch kaufen. Aber die Preise sind astronomisch, also wirklich astronomisch. Da kannst du rechnen pro Achse. 100.000 Euro für ein nacktes Fahrgestell. Ja, ansonsten, wir fahren nochmal über die Kuppe da vorne drüber, gucken mal, was dahinter ist. Und ja, ich schalte bestimmt später nochmal ein. So, ich stehe irgendwo östlich von Osnabrück. An der Autobahn weiter, ich sollte nicht geschafft. Ich wollte irgendwie noch ein bisschen weiter kommen, aber das war ein Tag. Alter Schwede, ey. Ich dreimal abladen, plan auf und zu, und dann haben sie mich, eigentlich war, glaube ich, 16 Uhr späteste Zeit. Ich war kurz vor 18 Uhr dann da und dann haben sie mich noch beladen.
und ich bin total durch. 34 Grad Celsius und dann hat irgendwann der Subwoofer hinten immer angefangen zu plocken. Ich habe nur gedacht, das schlägt irgendwas hinten ans Führerhaus oder oben die Matte hier, diese aufgedrehte Matte. Manchmal haut die auch hinten dagegen, wenn es heftig scheppert, aber das war nicht der Fall. Also habe ich jetzt mal die Verkleidung vom Subwoofer ausgebaut und wahrscheinlich ist das Steuergerät da nieder, vermutlich ein Kondensator, aber so weit stecke ich jetzt hier nicht in der Elektrik drinne, als dass ich sowas reparieren könnte. Vielleicht weiß auch einer von euch Bescheid, dass das ein typisches Leiden ist. Ansonsten ist der Sound ganz cool. Und aber jetzt ist wenigstens erstmal Ruhe wieder, weil das war, seit Nachmittag. Pock. Total unregelmäßig, das macht dich fertig. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal ausgebaut. Mach die Verkleidung wieder drauf. Eine Schraube ist mir natürlich verloren gegangen. Die letzte war auch wieder klar. Keine Ahnung, eigentlich ist die da drin. Da drin ist sie mir vom Schraubenzieher abgefallen. Weil das Ding ist ja hochmagnetisch. Oh, ich finde die nicht mehr. Keine Ahnung, wo die hin ist. Alles abgesucht, ausgefegt, hier drinne schon. Die ist stiften gegangen, die hat keine Lust mehr mit mir zu fahren. Ich gucke da unten nochmal das Gras ein bisschen ab, aber ansonsten ist halt, glaube ich, eine normale Feingewinde M6. Das wird noch sein, eine 10er reicht da ja, Flachkopfmutter, Schraube. Da ich glaube ich, zu Hause habe ich was. Muss ich mir mal auf die Liste schreiben. Ne, dann räume ich ihn wieder ein. Vielleicht taucht sie ja da wieder auf, aber ich bezweifle es. Ansonsten habe ich das Fach mal ein bisschen jetzt kennengelernt, auch wieder näher. Ne? Ist auch ganz schön, toll. Und ich bin total durch. Ich werde gleich hier, wenn ein bisschen Ruhe hier einkehrt, eine Kanisterdusche machen. Morgen früh um 4 geht's weiter. Und bin voll mit Abfall. Vorne habe das Arschschild ja schon gesehen. Ging jetzt so 38,6 Tonnen. Viel mehr ging nicht mehr drauf. Ja, und also vom Platz her. Oder hätte halt noch ein paar Ballen, aber dann haben wir gesagt, komm, ist gut, es reicht. Aber es hat uns allen gereicht. Wir wollten einfach nicht mehr die Jungs dort beim Dingenskirchen hier bei dem Containerservice, die hatten. Die wollten auch im Feierabend. Und ich war glücklich, dass sie mich noch geladen hatten. So. Kann ich morgen dann um 4 direkt weiter. Ach, dann werde ich mal das Chaos hier, der Bauch. Nee, das war nicht der Bauch, das war ein Beutel, den ich hier vorne trage. Dann werde ich mal das Chaos hier wieder zusammensuchen und läuft der Schweiß in die Augen. Was mache ich dann noch? Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob ich gestern Abend hier noch eine Aufnahme gemacht hatte. Ich stehe in so einem kleinen Gewerbegebiet bei Osnabrück. Ich habe es gestern nicht mehr zurückgeschafft. Und habe den Lichttest schon mal durchlaufen lassen. Ich mache das jetzt für euch, dass ihr es mal seht. Alles in Ordnung. Jetzt nochmal die ganzen Kästen durchgehen. Reifen hatte ich gestern Abend schon gemacht, als ich ihn abgestellt hatte. Da hatte ich mich insgesamt noch mal ein bisschen ums Auto gekümmert. Ich konnte einfach nicht mehr weiter. 2 Stunden vor zu Hause war dann Schluss. Quasi, wenn ihr so wollt, mit der Schichtzeit. Genau, mit der Schichtzeit, weil ich muss ja die Pausen innerhalb der 24 Stunden wie jeder andere auch beachten. Und ja, es hat nicht mehr gereicht, weil die haben dann bei den 3 Abladestellen so lange gebraucht, weil die immer gleich das reingestapelt hatten ins Gebäude, statt das erstmal vom Auto abzustapeln und ja dann Druck zu machen und so weiter. Das bringt dir dann auch nichts, weil da machen sie noch langsamer im dümmsten aller Fälle. Und ich habe dann mal zart bei dem einen nachgehakt, wo das meiste dann runterging vom Auto.
Und sagte, nee, er muss das so machen, weil er ist angehalten von der Geschäftsführung dazu, das immer gleich einzustapeln wegen der Lieferpapiere und so weiter, das durchzuzählen, um mich dann freizugeben. Ja, hatte ich dann auch verstanden. Aber es hat sich gezogen gestern. Wahnsinn. Und Gott sei Dank hatte ich es noch geschafft, dann die Fracht Richtung, ungefähr Richtung daheim einzuordnen, nicht einzuordnen, einzuladen. Die waren total lieb. Ich war 2 Stunden nach der angegebenen Ladezeit da, also Ladeschluss. Ich konnte die ganze Zeit hinfahren, aber Ladeschluss soll eigentlich 16 Uhr gewesen sein. Ich war dann 17.45 Uhr dort und die haben mich echt noch geladen. Die waren total lieb, und aber dann lief mir auch einfach die Schichtzeit weg. Und hatte dann, glaube ich, noch 7 Minuten zu fahren, und da habe ich es dann in der Hitze dann hier in dieses Gewerbegebiet geschafft, sodass dann irgendwo 1844, zwischen 1844 und 19 Uhr hier Schluss war. Naja, dann ist es so, dann hatte ich mich hier hingestellt, nicht die schlechteste Umgebung. Hier ist ein Honda-Händler, hier ist ein Wohnmobilhändler mit Morelos. Und habe dann hinten, da ist mein Kanister drin, und dann habe ich erstmal, als sich das hier alles ein bisschen beruhigt hat und ich mehr oder weniger alleine war, habe ich dann hier eine Kanisterdusche gemacht. Oh, es hat gut getan. 2-mal, auch vorm Schlafengehen nochmal, nach gerade bei dem vorm Schlafengehen, da bin ich dann nochmal richtig schön sauber geworden, und weil ich kann mich nicht so verklebt ins Bettchen legen, also das geht nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber so kann man nicht schlafen, das geht einfach nicht. So, ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen fertig. Ich muss auch nur 1-2 Fächer abschließen. Ich hatte hier ein bisschen im Vertrauen, dass hier keiner rangeht. Die Schlösser nur eingehängt. Also meistens funktioniert das hier mit der Einschätzung der Lage. Und 2-mal war ein Auto da, aber ich glaube, das war hier vom Wachschutz, der sich hier hingestellt hatte. Und kann ich auch verstehen, hier stehen schon ganz schöne Werte hier beim WOMO-Händler. Viel frischer gleich im Mund. Ich finde morgens die Zähne putzen oder ein bisschen Wasser ins Gesicht, das tut einfach so gut. Das ganze gute Wasser verschwenden. Ich habe so noch einen ganzen Container da, Container, Kanister dabei. Aber trotzdem muss man nicht verschwenden. Gar nicht, wie ich aussehe, wahrscheinlich. Furchtbar. Großes F, großes Urchtbar. Bei mir wachsen die Haare auch immer noch so schnell. Das ist manchmal auch ein Fluch, wenn du dann innerhalb von gefühlt einer Woche mit einer riesen Matte dastehst. Und gerade jetzt bei den Temperaturen. Aber gestern Abend hat es gestern Nacht nochmal schön geregnet. Ob es viel war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich weiß nur, dass ich dann das Dach halt irgendwann zugemacht hatte, aber es genossen hatte, dass es durchs Dach ein bisschen auf mich drauf geregnet hatte. So kühle Tröpfchen. War sehr angenehm. So. Ich packe jetzt hier zusammen. Und dann kann ich den Ort hier verlassen. Ein bisschen abwaschen werde ich noch. Kann man es sehen? Ja, das Besteck noch mal vorholen. Ich hatte gestern auch ein bisschen Ananas dann bei der Fahrt im Auto gegessen. Und werde noch mal das Besteck vorholen, das alles ein bisschen abwaschen.
dann zusammenpacken. Dann darf der Motor sich noch mal ein Minütchen schon mal warm laufen und dann geht's los. Achso, ja, das gestern mit dem Subwoofer, das ist mir eingefallen, das hatte ich ja davon gezeigt. Ja, mit Autowaschen nach den ganzen Entladeterminen, so wie ich es eigentlich vorhatte, ist es leider nichts geworden. Er sieht immer noch aus wie, naja, man sieht es hier ganz gut vielleicht, hier ist so eine Stelle, da war ich dann gestern mit dem Körper dran, um den Subwoofer da zu inspizieren. Den habe ich jetzt übrigens komplett abgeklemmt und ja, dann ist wenigstens Ruhe im Karton. Da kümmere ich mich dann zu Hause drum. So, nochmal ein voller Pracht. Hier geht es jetzt gleich los. Motor darf schon mal ein paar Kurbelumdrehungen machen. Und dann werden wir starten. Ich mache nochmal ein paar Kniebeuge. Geht nochmal finale Runde ums Auto. Das ist so bei mir der innere Monk. Ich gehe lieber eine mehr als eine zu wenig, zu gucken, dass wirklich alles an Ort und Stelle ist, dass alles entsprechend verschlossen ist. Ja. So. Machen wir mal. Schön abgekühlt über Nacht, das ist auch für den Motor gut jetzt fürs Arbeiten. Was ich mir noch mal holen muss von MAN, das ist dieser Teleskopreiniger, dann beziehungsweise Wischer, weil meiner, der passt nicht zusammen, keine Ahnung, was die mir da mitgegeben haben, und dass ich hier auch in der Pause mal die Scheibe richtig sauber machen kann und die Seitenscheiben, das brauche ich noch. Ja, ansonsten ist auch alles paletti. Und dann fahren wir nochmal in der kühlen Luft jetzt ein paar Meter, dass man ein paar Berge nehmen kann. So, ich lege euch schon mal oben rein. So, viel besser. Ja, ich habe mal alle Fenster offen. Ein bisschen Luft reinlassen. Getränk etwas kalt gestellt.
jetzt andere hinten drängen und unbedingt 90 fahren wollen, ist mir vollkommen egal. Am Ende stehe ich alleine bei der Balm, wenn da eine Kontrolle ist. Und auch für den Verbrauch ist es deutlich besser, wenn du so die 85 bis 87 fährst, als ständig die 90 so auszunutzen. Leute.
oder Homo. Wir können den Rastplatz hier ein bisschen. An den habe ich gestern Abend überhaupt nicht mehr gedacht, auch dass ich hier in der Nähe bin. Aber ist auch okay so. Ich bin hier nicht der große Rastplatz-Typ. Wobei so eine Dusche gestern Abend wäre schon gar nicht mehr so schlecht gewesen. So, Kaffee habe ich. Eigentlich hatte ich überlegt, gleich noch ein bisschen Eierfrühstück zu nehmen, aber die machen ja erst ab um 7 Frühstück. Wie unangenehm. Vorher gab es einfach nur dieses Burgerzeug da. Das esse ich nicht. So. Ziehen wir mal rückwärts wieder raus. Und ab geht's auf die Autobahn. Und ich werde hier einen kleinen Cappuccino genießen und das ist für Langstrecke sozusagen. Für den Langgenuss. Achso, und ich lasse jetzt immer mal die dicke Socke aus. Also mittlerweile, wenn ich jetzt nicht fahre, geht's, dann schwillt der Fuß auch nicht mehr an. Und mal schauen, ich teste das immer mal aus. Vielleicht muss ich sie heute nochmal wieder anziehen. Schauen wir mal. Ach, was ihr vorhin gehört habt, falls es jemand interessiert, Billie Eilish, Birds of a Feather. Oder Feather. Birds of a Feather. Einfach hinnuscheln, wenn ihr euch nicht sicher seid, hinnuscheln. Soll ich mal schauen, dass ich meine, weiß ich nicht, 23 Tonnen Müll loswerde. Altpapier. Erste Handlung des Tages. Müll rausbringen. Zu. Da gibt es ja mittlerweile auch Schnitzel, sehe ich gerade. Taste Kitchen heißt das. Ich glaube, das hieß mal früher anders. Meistens werden die aufgebaut, dann verkauft oder gehen mal insolvent, weil Restaurant aufzubauen von null ist, glaube ich, die teuerste Sache, die du machen kannst. Das rechnet sich dann immer erst, wenn Insolvenz durch war. Das heißt, du dann die ganzen Gläubiger losgeworden bist. Und aber früher hat es da sehr, sehr gut geschmeckt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es jetzt ist. War schon eine ganze Weile nicht mehr da. Ich glaube, in Corona-Zeit nochmal zwischendurch. Jetzt ist halt noch zu früh. Obviously, Leute, obviously. Schöne Weite. Große Kreise fahren, damit die Reifen möglichst geschont werden am Auflieger. Cappuccino ist gut, also da kann man sich beim McCafé drauf verlassen.
sicherlich nicht zu sehen, aber auf der Autobahn gerade vor ein paar Sekunden von rechts nach links ein schöner Mercedes-Pritschenzug vorbeigefahren, oben offen mit Ladekran hinten und auch ein bisschen Bling-Bling-Beleuchtung dran, so wie ich. Ja, so wie bei meinen LKW, richtig ausgedrückt, ein Terminus, weil ich habe die Bling-Bling-Beleuchtung nicht bei mir angebaut, im Körper. Auch Diebe. Bisher grüß ich. Das war er nicht, aber das war ein Gaff. Ich glaube, Christian hat ja den neuen Gaff XG oder XF oder so. Ja, und der hat den Ladekran, also ein bisschen was zum Spielen dran. Das macht bestimmt auch richtig Spaß. Also im Moment hier, wieder so einer, das war hier bestimmt KMS. Also ich stehe jetzt nicht für Kali Salz, das war irgendwie eine andere Firma. Und mein Träumchen im Moment wäre ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, falls euch das interessiert, auch schön planen. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag es planen zu fahren, weil die Vielseitigkeit extrem groß ist. Außer gestern, da hätte ich mir einen Tanker gewünscht, weil das war echt auf der anderen Seite, verbraucht es auch Kalorien. Ja, du hast was zu tun. Und, aber hinten mit Mitnahmestapler, dass man noch selbstständiger ist, auch beim Abladen. Wir fahren jetzt hier von Dortmund. Ja. Und das könnte für mich durchaus im Tanker auch sehr interessant sein. So, für die, die jetzt nicht so viel LKW fahren, das ist jetzt alles ohne Betriebsbremse, rein Motorbremse und Retarder. Jetzt nehme ich wieder zwei, drei Stüffchen zurück, hier schön reingleiten, jetzt komplett raus, dass wir so schön runterrollen. Aber ich habe relativ hohen Schwerpunkt durch diese Papierpakete, die gehen bis unter das Dach. Vorne auf der Achse zweifach gestapelt, also zwei Stapel aufeinander. Und dann dazwischen und hinten sind sie dann dreifach gestapelt, wegen der Lastverteilung. Das muss man ja den Schmidt sagen, da ist ja was Durchbiegen angeht und so. Verdammt cooler Trainer. Außer, wenn er abgesattelt ist und vorne Gewicht drauf hat, dann macht er den Schmarrn als nach unten. Also da muss die genügend Höhe geben, dass du da mit der Zugmaschine noch runterkommst. Wieder. Aber der zieht super. Jetzt wir sind also 38,6, 7 Tonnen schwer. Vorher hatte ich immer so dieses Bedürfnis, ich würde gerne doch die, hätte ich mal die große Maschine genommen mit 640 PS. Ja, da muss hier auch nicht den Sprit verbraucht, die hat auch kein 14-Gang-Getriebe dran und. Da war ich noch ein bisschen vorsichtig, außerdem habe ich immer noch gerne noch mal ein bisschen Luft nach oben, wo man sich hinsteigern kann bei diesem Abenteuer, was es ja immer noch für mich ist. Und Moment, der zieht hier bockig einfach schön mit 85 diesen kleinen Hügel hier hoch, also es ist schon ordentlich, also ist eine, für hier oben ist es eine Steigung und denkt gar nicht mal dran, Bandwanne zu werden. Ich bin zufrieden, ich bin wirklich zufrieden. Guten Morgen an diesem wunderschönen Donnerstag. Jetzt gleich in Emmerich am Rhein, hol da was relativ leichtes ab, 300 Kilogramm, aber 5 Meter lang und gerade von der Autobahn runter, hat irgendwie so ein kleines Déjà-vu mit früher im ETS. Ja,
gestern hatte ich mal so einen Tag aufgenommen. Oh. Unbeleuchteter Fußgänger. Da hast du keine andere Chance hier. Gibt ja keine Fußwege, nix. Und dann geht's runter, dann fahre ich nochmal nach Bocholt, da nehme ich dann Metallteile auf, so eine Collies, wahrscheinlich Wellen, um die 5 Meter lang, 6 Tonnen schwer, dass wir ein bisschen was auch vorne auf der Triebachse haben, dann fährt er sich ein bisschen angenehmer. Und dann geht's runter Richtung erst Bonn, Köln und dann Trier weiter. Die Sonne kommt schon langsam raus, es ist aber noch angenehm kalt, draußen sind 17 Grad, es hatte gestern ein bisschen nachts über geschüttet hier und ist insgesamt etwas abgekühlt. Ach, es ist schon viel, viel angenehmer als der Dienstag, das war ja, boah. Das war schon heftig. So, wir sind auch gleich da, wir sehen uns später. Dann schlanke 200. Ich habe mir direkt erlaubt, die Liftachse hochzumachen. jetzt geht es wieder kurz auf die A3, dann gleich wieder runter. Bei Rees müsste es sein. Rüber nach Bocholt. Da dann die Maschinenteile, die ein bisschen mehr wiegen, laden. Aber ich denke, da werde ich die Liftachse auch oben lassen, damit die Triebachse ein bisschen mehr Gewicht kriegt. Weil ich denke, es sind insgesamt gerade mal 5 Tonnen. Und es wäre schön, wenn der Sonnenschein so bliebe und es so bei 21 Grad wie jetzt bleibt. Also es erwärmt sich schon, aber wir wissen alle, Thermodynamik, es bleibt beim frommen Wunsch. Aber was für ein Wetter, was für ein Wetter, herrlich. So kann es bleiben. Ja, die haben ja... so schlanke Rohre mitgegeben und ein Cappuccino. Das ist sehr, sehr lieb von denen. Also ich würde da nochmal rüber gehen, das ist wie so ein kleiner Autohof. Und dann sagten die, nee, bei uns kannst du ja auch so ein Cappuccino kriegen, auch kostenlos. Teil lieb und es war super entspannt, das Laden. Es ging sehr schnell, so macht das richtig Spaß. Und menschenwürdig, ne? Also sprich, wo du halt vernünftig mit denen reden kannst, wo du respektvoll aufgenommen wirst. Weil es gibt auch so Buden, gerade je größer die werden, weniger im Bereich Stückgut, viel mehr im Bereich so Getränke, Lager, finde ich teilweise nicht alle. Also bei Granini hatte ich mal geladen, oh, war ein Träumchen. Und aber andere Buden, ich nenne dann selbstverständlich keine Namen, also die sollten mal Mitarbeiterschulungen durchführen, wie man sich untereinander verhält, weil wenn du schon die einfachste Frage stellst, sind die schon in dem Moment überfordert und dann werden grantig und du kannst dann die Situation kaum noch retten, also deeskalieren, weil sie einfach unbedingt eskalieren wollen. Ganz schlimm in dem Gewerbe, deswegen, also ich fahre im Grunde genommen, versuche ich keinerlei Getränke mehr zu fahren, weil es einfach keinen Spaß macht. Preise teilweise so als Zwischenhüpfer muss es manchmal sein, sind noch okay, aber die Behandlung einfach, ich finde, das spielt ja auch eine Rolle, das ist teilweise unterirdisch. Panorama hoffe ich mal, dass das richtig gut aussieht hier. Ich mag die Gegend hier oben, es ist echt schön, es ist wirklich schön. Köln abgeliefert, die zwei langen Boxen mit Rohren, Edelstahlrohren. So für Handläufe und so weiter wird das verwendet, aber auch nur beim Logistikdienstleister im Unterauftrag. Und jetzt geht es weiter von Köln aus Richtung Trier. Das war ein Gezirke über gefühlte 1000 Autobahnkreuze, dass du endlich mal jetzt wieder zurück auf die A61 kommst. Und ja, und das dann endlich ein Stück weit, sobald wir auf einer ungeraden Autobahn sind, wieder nach Süden geht. Ja.
163 Kilometer sind es noch, also die 205 Kilogramm waren es tatsächlich, die jetzt runter sind hinten vom Trailer, die spürst du. Der läuft wie ein kleiner Rennwagen jetzt. Und naja, es ist kein Unterschied natürlich. Und ich muss mich jetzt ein bisschen zeitlich bemühen. 15 Uhr bis 15 Uhr ist der Abladetermin, avisierte Ankunftszeit 14:56. Ich versuche mal ein bisschen was rauszufahren. Einen kleinen Puffer von vielleicht 10 Minuten mehr werde ich nicht hinkriegen. Und ja, schauen wir mal. Ne? Ich melde mich wieder. So, jetzt mache ich das Video nochmal. Ich habe jetzt den Trier abgeliefert, diese zwei Wellen. Und musste dann das Verdeck oben aufmachen. Gut, dass ich das am Wochenende schon mal geübt hatte. Es war zwar seitliche B- und Entladung besprochen, aber da wussten die nichts von. An der Entladestelle, also absoluter Klassiker. Aber gut, dass ich oben Verdeck habe. Hätte auch sein können, dass ich keins habe. Dann wäre das witzig geworden. Und dann hätten wir eigentlich nur diese jeweils 4 Tonnen schweren Wellen anbinden und irgendwo festmachen können und ich wäre dann losgefahren, hätte so rüber quasi über die Ladefläche rausgezogen. also hat alles gut geklappt. Gut, dass ich das Verdeck oben schon mal so weit ausprobiert hatte. Insofern wusste ich, wo es hängt und dass ein Bolzen mal ein bisschen mehr Liebe bedarf. Der klemmt da hinten halt hinten. Das ist, glaube ich, relativ normal. Der quasi das Verdeck hinten in der hinteren Stellung hält. Ansonsten ließ es sich super zusammenfalten und hat alles tippitoppi geklappt. Jetzt habe ich aber keine vernünftige Rückfracht hier. Insofern ist der Zustand jetzt, dass ich jetzt hier unten in Trier bleibe. Morgen gibt es wieder bessere Frachten. Und dann geht es für mich hoch Richtung Düsseldorf und von Düsseldorf aus dann zu Amazon nach Helmstedt. Wieder besonders Prozedere dort. Das kann ich euch aber mal an anderer Stelle erzählen. Die Kenner werden jetzt schon die Augen nach oben drehen und denken, oh, ich kenne es auch, ich war jetzt schon einmal da, also ich bin quasi Profi, was das angeht, und oder auch nicht. Und naja, aber insofern widme ich mich heute Abend, ich bleibe also hier in Trier, was für ein Karlauer. LKW, jetzt fahren wir erstmal zu einer Waschanlage. 6,6 Kilometer noch entfernt. Danach werde ich noch mal gucken, wo hier eine Tankpool ist. Dann knalle ich ihn auch noch voll, weil ich habe noch quasi 4 Stunden Fahrzeit über. Ich muss eigentlich eher mehr auf die Schichtzeit schauen. Aber das ist auch noch entspannt jetzt zu der Zeit. Wir haben es gerade mal 17.12 Uhr jetzt gerade. Und ja, dann kriegt halt der LKW ein bisschen Liebe, wird gefüttert und so weiter. All die Dinge, die gemacht werden müssen. Ich hatte auch überlegt, schon leer halt Richtung Norden zu fahren, aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Wenn sich das addiert, dann wird es auch irgendwann ein bisschen teuer. Und das werden auch schon wieder locker 300 Euro kosten. Nö, die lasse ich mir bezahlen. Also das ist ja auch ein Frachtwagen, ne? Und kein Leerwagen. Insofern fahren wir dann beladen und jetzt einmal schön durch Trier. Weil wir sind ja schon mal hier und gucken uns mal ein bisschen die Stadt an. Eigentlich könnte ich mal heute Abend noch mal zum Porta Nigra watscheln. Genau, also ich war vor langer Zeit schon mal hier in Trier und ich denke, ich werde mal mich nicht so weit unweit des Zentrums aufhalten. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch und heute Abend mal ein bisschen ins Centre schauen. Und weil ich bin ja schon mal hier in Trier und mir das Porta Nigra nochmal anschauen, da war ich vor Jahren schon. Vielleicht nehme ich euch da mal mit. Wir machen mal einen kleinen geschichtlichen Ausflug in die Zeit der Römer. Aha. Ja, freue ich mich drauf. Was kommt da? Ich dachte fast schon Expeditionsmobil, aber nein, es war nur die Farbe, die hier von dem MAN, die mich da so etwas dran erinnert hatte. Ja, wir sind komplett leer, deswegen rumpelt es jetzt ein bisschen. Aber schön. Ja, nee, dann mache ich das heute Abend so. Dann gibt es ein bisschen Liebe für den LKW. Und für Geschichte. Also quasi für euch. Mal gucken, ob ich Lust habe.
Plätzchen gefunden, LKW gewaschen. Ist auch ganz passabel sauber, bis auf die Alufelgen. Die hat er, glaube ich, vergessen. Die hat er wirklich nicht richtig geputzt. Hinten auch an der Triebachse. Was ist das? Ansonsten hier das Außenstaufach, das untere Staufach komplett mit Wasser geflutet. Hier auch nicht richtig den Dreck ausgewaschen. Das ist nicht so doll. Das war diese Autowäsche da in bei Trier. Mehr sage ich dazu nicht, in Autobahnnähe. Kostet mehr als in Kassel, aber ich bin in Kassel zufriedener, muss ich ehrlich sagen. Da ist es nicht so von der Tagesform der Mitarbeiter abhängig. Dafür hat aber die Scheiben schön sauber gemacht. Hier drüben sieht es insgesamt besser aus. Das Staufach habe ich noch nicht aufgemacht. Der Alufelge hier sieht genauso wüst aus. Das geht gar nicht, finde ich. Und dann wollte er mit einem Dampfstrahler innen, also hier quasi sauber machen. Ich habe es dann selber gemacht. Also, alter Schwede, man kann sie auch anstellen. Ja, jetzt schaue ich mal nach Trier rein. Vielleicht esse ich auch irgendwo eine Pizza. Und danach gibt es dann Kanisterdusche. Und das ist jetzt mein heißes Gefährt. Ist schon abgeschlossen. Ja. Okay. Immer wieder schön hier in Trier. Soll ich die rechte Hand nicht frei zum Schalten? Hey. Boah. So, passen wir mal das kleine Fahrrad hier nicht überlastet. Ne? Soll immer weich hinhalten. Also angeblich soll ich da drüben über die Eisenbahnbrücke mit dem Fahrrad drüber kommen. Na, gucken wir gleich mal. Geht. Vernünftigeren Gang einstellen, wo ich jetzt drauf geklickt habe. Keine Ahnung. So. Boah. Der hat sich von hinten rangepirscht. Anthony. Das war übrigens ein repräsentatives Bauwerk, weniger ein Verteidigungsbauwerk, die Porta Nigra. Und war eigentlich wegen finanzieller Engpässe immer unverändert. Und zu bestimmten Tageszeiten, gerade im Sommer, werden hier auch Theaterspiele aufgeführt. Also ich habe mal eins gesehen, das war Wahnsinn. Kann man sich wirklich mal antun, wenn man hier seid. Also Trier ist ohnehin ein Besuch wert.
Der Ischias ist wieder am Zwickeln. Nochmal auf diese schöne Eisenbahnbrücke, aber jetzt auf dem Rückweg. Gucken, wie die Kamera das einfängt. Ganz schön Bewegung hier auf dem Fahrradweg abends noch. Das ist ein Moped. Das ist schon frech. Aber schön, oder? Ah, herrlich. So macht das Spaß. So ist das Leben schön. Komm, noch ein schönes Absackerbierchen direkt an der Mosel gehabt. Man sieht nichts mehr. Aber hier sind die schön geputzten Radkappen. Ich freu mich schon, wenn der mal Alu-Felgen drauf hat. Sieht dann nochmal anders aus. Und hier ist Home Sweet Home. Ach ja. Ich habe mir dann noch eine Flasche Bier geben lassen. Da. Ach ja, dann ist mir gleich gemütlich. Ah. Und wird erstmal das Fahrrad hinten reinpacken. Wahrscheinlich die Stauklappe noch mal ein bisschen öffnen hier vom Staufach. Und dass das ein bisschen austrocknen kann, weil ich finde jetzt sowieso noch nicht in Schlaf. Ich werde jetzt mir den kleinen Stuhl nehmen und mir das Absackerbierchen hier noch mal trinken und dann gehe ich gleich ins Bettchen. Dann reicht's auch. Und man ist hier einfach schön alleine und hat keine Nachbarn. Das finde ich immer so schöner. Ich weiß gar nicht, was man sehen kann. Da hatte ich dann das Bier da an der Schnalle geöffnet. Brauchst ja bloß eine feste Kante. Oh, das funktioniert beim zweiten Mal. Da wird ordentlich gezischt. Und hier sieht man eigentlich wie... Das sieht aber auch, glaube ich, nicht. Wie schlecht die Scheiben eigentlich geputzt sind. Ich sitze jetzt hier bequem schön vor der Zugmaschine. Nehme noch ein schönes Absackerbierchen. Ah, komm her. Lass mir gut gehen und dann. Ach, ja, geht's wirklich ins Bettchen. Hat noch ein bisschen Zeit. Dann sage ich schon mal gute Nacht. Gölle und dann weiter nach Düsseldorf. Dann nehme ich dann, ich will mal gerne die Frachtgüter sagen, aber einer hat mir mal in Kommentaren gesagt, das ist vielleicht gar nicht immer so gut, die Ladung zu nennen. Und ja, das stimmt. Deswegen, ich nehme dann in Düsseldorf Zeugs auf und bringe das nach übers Wochenende dann Richtung Helmstedt. Natürlich gestern Abend das Auto geputzt, heute Nacht Sturm gewesen, war total schön übrigens, ich liebe das, wenn das so aufs Dach trommelt und da oben, ich habe natürlich das Schiebedach aufgemacht wegen der Hitze und irgendwann wurde ich dann geweckt, weil auf meinen Beinen dann so Tropfen getroffen sind, war sehr, anfangs sehr angenehm und irgendwann wurde es immer mehr und dann dachte ich, upsala, so im Halbschlaf, du musst ja mal das Dach zumachen. Ja, da war der Teppich dann schon nass und heute Morgen habe ich dann beim Losfahren gemerkt, wie sich da oben unter dieser Plastikverkleidung Wasser angesammelt hatte und das kam dann hier alles so nach und nach runter. Mittlerweile ist das alles wieder weggetrocknet, beziehungsweise habe ich es dann hier mit dem Tuch aufgenommen erstmal. Ja, so hatte ich hier drinnen quasi noch meine kostenlose Dusche, sehr erfrischend. Und selbstverständlich muss es regnen, wenn man das Auto wäscht. Ne? Ich glaube, das geht uns allen irgendwie so. Das ist dann ja, gelaufen. Aber auch die Patina muss ja mal runter. Also insofern war es auch was Gutes. Und es durfte auch mal ein bisschen abkühlen. Also wir haben es jetzt aktuell 20 Grad Celsius bei 11.21 Uhr. Und normalerweise wären es jetzt schon weit über 30 Grad. Insofern ist es jetzt sehr angenehm. Es tut auch dem Motor gut. Also der Verbrauch geht runter. Und weil die Sauerstoffdichte dann auch in der Luft etwas höher ist. Ach, also alles gut. Und es macht einfach Spaß. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 30 Mal gesagt in der Folge.
Ich hoffe nur, dass ich einigermaßen vernünftig jetzt bis nach Düsseldorf noch hochkomme. Ich habe ein bisschen Zeit, also 13 Uhr soll ich da sein. Das heißt, ich habe so circa 50 Minuten Puffer. Ich werde dann mal in einem Rasthof anhalten, mir einen kleinen Kaffee holen und dann die restlichen Kilometer antreten. 44 sind es jetzt noch von jetzt aus. Und dann sollte auch alles gut gehen. Da vorne geht es ein Tunnel rein, das nehmen wir noch mal ein bisschen mit, ne? Ist aber, glaube ich, nicht weit und nicht lang. Das fangen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen besser an. So, Licht ist an. Für den Flughafen, dass die so eine Tunnel hier brauchen, das könnte sein, ne? Köln-Bonn. Muss aber nicht, kann auch falsch liegen. Mir ist jetzt auch kein Flughafenschild aufgefallen, das liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht drauf geachtet hatte. Ich wollte jetzt noch schlauer scheinen, ne? Tunnel unter Führung sehr lang. In solchen Bereichen deutet meistens auf Flughäfen hin. Wisst ihr, wo es nächste Woche hingeht? Also zwei Festtouren habe ich da nächste Woche schon. Die zweite, die geht hoch nach Stralsund. Ah, das ist schön. Ich liebe es, oben im MacPom zu fahren. So also ein bisschen durchstechen von Magdeburg nach Berlin und dann habe ich noch eine weitere Abladestelle zwischen Berlin und Stralsund. Und schön, freue ich mich drauf. Ich den Abend schön, vermutlich ja, auf jeden Fall werde ich hier in Stralsund verbringen. Das ist schön. Wieder mit Wasserblick. Badehose darf ich nicht vergessen. Ich bin jetzt so 36 Tonnen schwer circa. Und fahren hier gerade schön über den Rhein. Hab noch ein paar Kilometerchen, dann bin ich aber auch zu Hause. Das ist erstmal Schluss für heute. Ja, war vollkommen unproblematisch dort. Stellt sich auf so einen Parkplatz, gehst rein ins Büro, bekommst so ein Pager und dann wartest du? Und das ging echt schnell, Viertelstündchen, hab's mir gerade hier hinten ein bisschen gemütlich gemacht, wollte noch was lesen und dann hat das Ding schon gerappelt, der wollte auch gar nicht mehr aufhören, der hat eine ganze Viertelstunde da gerappelt, dann habe ich dann wieder ins Büro eingebracht, vorzeitig, weil es einfach ein bisschen nervig war. Dann fährst du ran an die Rampe, setzt rückwärts zurück und dann laden die dich, also musst du es drinnen dann so weit vorbereiten, dass die klarkommen. Und dann wirst du geladen. Ich habe hinten mittlerweile drei Sperrbretter drin. Eins wurde mir mal als kaputt mitgegeben. Das habe ich mir dann selber repariert. Und so habe ich jetzt halt drei. Und das haben sie auch schön genutzt. Also da hat man gesehen, da waren sie ganz dankbar für. Also Ladung ist wirklich sehr ordnungsgemäß gesichert hinten drin. Formschlüssig, kraftschlüssig. Sehr gut gemacht. Ich habe es mal angeschaut. Und ja, da kann man also auf jeden Fall gut mitfahren. LKW zieht auch bei 36 Tonnen sehr, sehr schön. Also vorhin gerade so einen kleinen Berg hier zur Autobahn hochgezogen. Also endlich sind diese Fehler weg und endlich zieht er auch richtig. Das ist hier Ladesicherungsmaterial. Oh, da müssen wir gleich anhalten. Das hole ich mir gleich weg. Das Verschleißmaterial, die Anti-Rutschmatten. Da muss ich bei mir auch mal wieder langsam, jetzt so nach 2-3 Monaten im Geschäft, muss ich mal in Kassel zum Winkler und mir ein bisschen Nachschub holen. Also es reicht noch, aber da kannst du eigentlich nicht genügend dabei haben. Und ich brauche noch so größere Kantenschoner, also diese großflächigen Bretter. Die brauche ich auch noch. So gerade für Big Bags und so weiter, dass ich das dann auch dabei habe. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, ich melde mich morgen nochmal. Und
Ihr merkt schon, jetzt ist irgendwie der Gesprächsfaden weg. Ich habe jetzt auch nicht so viel zu erzählen, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich morgen mal ein bisschen was zu belabern. Vielleicht gehe ich morgen mal auf so ein Thema ein, was ja viele von euch in der Situation, sich zu gründen und damit anzufangen, ist sehr mutig. Also ich habe das kostentechnisch genau durchkalkuliert. Das kann ich ja auch. Und es ist nicht meine erste Firmengründung, also ich bin das gewohnt, auch mal ins Risiko reinzugehen und Dinge auch einfach mal zu tun und nicht nur davon zu träumen und zu erzählen, sondern sie auch zu tun. Denn Freunde, wir haben nur dieses eine Leben hier auf diesem wunderschönen Planeten und das muss man nutzen, finde ich. Und ich will nicht irgendwann mal auf der Bahre liegen und denken, was ich alles verpasst habe, sondern eher daran denken, was ich alles gemacht habe. Und wer vielleicht auch davon profitieren konnte, also nicht nur ich selber, sondern auch meine Umgebung. Und das soll es doch sein, wenn man mal zurückblickt, ne? Und sich auch in dem Moment und in der Situation auch wohlzufühlen. Es gibt immer Dinge, das ist dann nicht so passend und dann muss man halt auch ein bisschen härter arbeiten, muss einfach mal die Zähne zusammenbeißen, muss es tun und machen und dann nicht loslassen, vor allen Dingen nicht aufgeben. Ja? Und aber jetzt muss ich mich hier ein bisschen konzentrieren. Aber Erfolg ist im Grunde genommen eigentlich nur ein Ergebnis aus sicherlich Können, Glück und vor allen Dingen nicht aufgeben. Das ist, finde ich, mit das Wichtigste. Das Problem haben wir alle und zurückgeworfen werden wir auch immer alle mal. Und das Einfachste ist dann einfach aufgeben. Nur, das ist nicht so mein Ding. Und vielleicht werde ich morgen mal drauf eingehen, so ein bisschen. Es gibt keine perfekte Zeit für eine Gründung. Es gibt auch keine super schlechte Zeit für eine Gründung. Wenn du etwas dann unbedingt machen willst und du findest auch einen Weg, das zu finanzieren und das Ganze, dass das auch eine Nachfrage da ist. Die ist nach Laderaum absolut da in Deutschland. Dann mach es halt. Ja. Aber ich werde auch vielleicht auch mal drauf eingehen, muss ich mal gucken, aber das wäre vielleicht sogar eher eine extra Folge, dass das, was halt oftmals geraten wird, also muss 9.000 Euro mitbringen, ne? Also für die EU-Lizenz muss es nachweisen, diese Dinge, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Und vielleicht werde ich auch mal auf den Gründungsprozess mal eingehen, das ist, glaube ich, für manche ganz interessant und vielleicht kann ich dem einen oder anderen auch damit helfen, eine Entscheidung zu treffen. Könnte eine extra Folge werden. Müssen wir mal gucken. Also ich werde mich morgen sicherlich nochmal abschließend zu dieser Folge melden. Ich glaube, die ist auch ganz schön lang. Aber dann ist es halt so. Ja. Und jetzt sage ich aber erstmal für heute. Bye, bye.